50 Bewerbungen gibt es auf den Stuhl, den derzeit Lothar Kurpjuweit innehat. Also viel Arbeit für Lutz Lindemann. Der will und muss einen Treffer landen für die künftigen Ambitionen des FC Carl Zeiss. Und da lässt er sich auch ein wenig Zeit. Jena in Blau mit diesem Angriff über Milchraum und mit dieser ersten Möglichkeit. Es gab ja harsche Kritik beim FC Carl Zeiss nach dem Auftritt in Zwickau. Und Lothar Kurpjuweit scheint die richtigen Worte gefunden zu haben. Vor allen Dingen, wenn sie über außen kommen, die Spieler des FC Carl Zeiss, dann haben sie Vorteile. Es ist eine Freude, auch Germania Halberstadt beim Fußballspielen zuzuschauen. Anknüpfend an die gute Leistung bei Union Berlin, wieder mit zwei Spitzen und wieder mit Büchler, der ja in Berlin traf. Schlosser. Kürtai, Möglichkeit für den FC Carl Zeiss, also Chancen auf beiden Seiten in einem interessanten Regionalligaspiel. Wenn meine Jungs auf dem Platz stehen, bin ich ein Teil von ihnen. Das ist die Philosophie von Achim Hollerith. Wie gewohnt sehr engagiert, der Trainer von Germania Halberstadt. Schlosser, herrliche Ballannahme und dann Nagel, Pascal Nagel. Das ist ein guter, der Torhüter von Germania Halberstadt. Und mit solchen Paraden bringt er sich natürlich auch in den Fokus. Andere Vereine. Wir sind kurz vor der Pause. Schala, Andis Schala. Und dann diese Aktion, dieses Foulspiel von Schütze gegen Schmidt. Da müssen wir noch mal genau hinschauen. Max Burda aus Berlin gibt Strafstoß für den FC Carl Zeiss. Berührung ist da, kann man geben. Und der gefaulte Spieler, der ist 20-jährige Schmidt, übernimmt Verantwortung gegen Nagel. Schmidt gegen Nagel, Nagel ohne Chance. 1:0 für Carl Zeiss Jena dank dieses Elfmeters. 1:0 Jena, das ist auch der Stand nach 45 Minuten. Und Achim Hollerith. Der verbringt 2 Minuten erst einmal auf dem Rasen und geht dann erst in die Kabine, um die Halbzeitansprache zu führen. Schlosser. Und dann macht Nagel das Spiel schnell. Er macht es ganz schnell. Zu schnell für den FC Carl Zeiss Jena. Und Möglichkeit für Büchler. Da ging ihm vielleicht zu viel durch den Kopf. War eine Top-Chance. Durchatmen bei Lothar Kurpjuweit und dem FC Carl Zeiss. Germania Halberstadt jetzt mit mehr Möglichkeiten. Der eingewechselte Nils Gottschick und Stefan Schmidt, Jenas Torhüter, mit einer guten Partie. Derbig fehlt heute aufgrund von Rückenproblemen. Es sieht nach dem 1:1 Ausgleich aus. Dann die 80. Minute und dieser Angriff von Jena und Milchraum mit dem 2:0. Das dürfte dann doch die Entscheidung sein. Schmidt der Vorlagengeber. Also Schmidt, der Torschütze beim 1:0 und hier setzt der Milchraum in Szene. Nagel ohne Chance. Aber Germania Halberstadt befindet sich im Abstiegskampf. Sie kämpfen bis zur letzten Sekunde, das ist deutlich zu merken. Und was macht Schmidt denn da? Der eingewechselte Seitz mit dem Anschlusstreffer. Und er war gar nicht so leicht zu machen. Mit dem Außenriss nur noch 1:2. Natürlich ein böser Bock von Stefan Schmidt, der ansonsten eine gute Partie abgeliefert hat. Und so gibt es dann doch noch einmal Herzrasen für Lothar Kurpjuweit. Aber das übersteht er schließlich auch. Seine Mannschaft gewinnt 2:1 gegen ambitionierte Halberstädter. Ja, jeder will wieder. Ja. Jeder Arakat, jeder macht. Das kann man auch heute wieder keinem, nicht einem einzigen vorwerfen, dass er nicht wollte. Wir haben alles getan. Wir haben dazu auch, denke ich, ganz ordentlich gespielt. Aber irgendwo ja, hat uns heute, ob es das Quäntchen Glück oder die Zielstrebigkeit vielleicht in der letzten Konsequenz vom Tor, hat uns dann heute wahrscheinlich gefehlt. Und dadurch stehen wir heute mit 0 Punkten da. Ich motiviere einzig und allein mit der Tatsache, dass wir in 10 Tagen das Thüringen-Pokalfinale haben gegen Rot-Weiß Erfurt. Und dass sich bis dahin jeder anbieten kann. Ja, und der die Möglichkeit bekommt, hier auf dem Platz zu laufen, der sollte seine Möglichkeiten und seine Chancen auch nutzen. Ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben in Thüringen, dieses Pokalfinale. Für Halberstadt gilt, der Abstiegskampf ist noch nicht vorbei.